Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, diesmal im neuen Format von Boom, so heißt nämlich jetzt dieser neue Format. Boom ist ab sofort der feststehende Format, der bleibt jetzt immer bestehen und jeden Samstag 14 Uhr gibt es dann ein neues Video zum neuen Thema. In Boom geht es jeden Freitag Punkt 14 Uhr um ein Thema, das ihr mit mir bestimmt und wo ihr euch dran beteiligen könnt, indem ihr eure Kommentare und eure Meinungen zu dem jeweiligen Thema immer in die Kommentare unten schreibt. Boom ist in zwei Teilen für euch aufgeteilt. Im ersten Teil geht es um den Vlog, also um das Thema. Und das Thema werde ich mit euch immer so ein bisschen durchgehen. Wir sprechen über das Thema, ihr könnt eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Und im zweiten Teil vom Video geht es dann um die Meinungen der Internetnutzer. Also das müsst nicht nur ihr sein, aber eure Meinungen möchte ich auch gerne mit einbeziehen, sondern auch vom kompletten Internet. Die Meinungen der Nutzer, die werden wir mal durchgehen und so schauen, was das Internet von diesem Thema so hält. Heute geht es um die TV-Sendung, auf die jeder gewartet hat, aber die man irgendwie anders in Erinnerung hatte. Als ich zum ersten Mal Big Brother geguckt habe, und ja, es geht um Promi Big Brother, da habe ich irgendwelche unbekannten Leute gesehen, wusste nicht, wer das ist und ja, keine Ahnung. Diesmal war es ja was komplett anderes für euch. Man konnte diese Prominente da gar nicht Prominente nennen, weil diese Menschen einfach Menschen wie du und ich waren. Man konnte diese Menschen, wo da eingezogen sind im alten Big Brother, gar nicht Menschen nennen. Denn das waren einfach Leute wie du und ich. Es waren keine Prominente, die sind einfach da eingezogen, um Geld zu bekommen, um Geld zu gewinnen. Das war das Einzige, was die im Kopf hatten. Ich muss so lange überleben, dass ich Geld bekomme in diesem Haus. Und einer hat es am Ende ja dann immer geschafft. Im neuen Promi Big Brother habe ich die Hälfte aller Leute irgendwie gar nicht gekannt. Lag das jetzt an mir oder hat Sat.1 einfach die falschen Leute ausgesucht? Mal ganz ehrlich jetzt. Schreibt dazu mal eure Meinung unten in die Kommentare rein. Das würde mich mal interessieren, wie ihr das so gefunden habt. Der bekannteste und natürlich auch prominenteste Einwohner war natürlich David Hasselhoff, ganz klar am Anfang. Und ich glaube auch wegen dem sind die Quoten einfach mal so nach oben gegangen. Hat Sat.1 schon am Anfang der Sendung gewusst, dass die Sendung mal ein Flop wird und hat deswegen David Hasselhoff reingebracht und damit die Quoten nach oben gehen? Oder warum? Vielleicht wollte man aber auch einfach nur einen alten Berliner mal wieder in die Stadt holen. Denn er war ja damals derjenige, der an der Mauer beim Mauerfall We are looking for freedom gesungen hat. Und es war schon was Besonderes. Und irgendwann hat es dann BAM gemacht und wir waren alle geschockt, weil es gelesen hat, David Hasselhoff wird gehen. Der Grund, sein Vater wäre krank. Doch dann hat David gesagt, er muss gehen, weil sein Vater angeblich krank wäre. Und dann hat es angefangen mit den ganzen Skandalbeiträgen von Journalisten, die dann geschrieben haben, ja, der ist nur gegangen, weil er mehr Geld wollte. Sat.1 wollte ihm nicht mehr Geld geben. Und er hat aber bedauert, nein, mein Vater ist krank. Und ja, es ist so ein bisschen Krieg zwischen Journalisten und Sat.1 und vielleicht auch David Hasselhoff. Aber die Wahrheit werden wir niemals rausbekommen. Ist auch vielleicht gut so. Aber es gab da noch was. Und das hätte man von Sat.1 nie erwartet. Vielleicht doch. 6 Euro die Stunde zahlte eine Komparsenagentur an Zuschauerdarsteller. Dafür, dass sie sich die Beine vor dem Container in Berlin-Adlersdorf in den Bauch standen und nur über jeden Witz von Oliver Porra lachten, als gäbe es 18% auf alles. Außer auf Tiernahrung. Man fragte sich, wo die Gewerkschaft blieb, wenn man sie am ehesten brauchte. 6 Euro, das ist noch nicht mal der gesetzlich vorgeschriebene Stundenlohn. Das ist eher Sklavenlohn. Oder Schmerzensgeld. Dabei waren die Quoten ja auch nicht die besten. Warum ist die Quote dann auf wundersame Weise auf einmal über den Senderschnitt gestiegen, als Pamela Anderson als Teilzeitbewohnerin in den Container zog? Man konnte sagen, Pamela Anderson war ein Fremdkörper im Freudenhaus. Und Freudenhaus ist richtig, denn Sat.1 hat den Container so genannt. Ich sage dazu nur, ein Wunderwerk der Schönheitschirurgie, das bezahlt wurde, um sich erotisch auf der Couch zu wälzen und zu rekeln. Also, mir hat's gefallen! Halt die Klappe! Naja, außer einer Handvoll Dollar hat sie noch ein bisschen Deutsch mit eingepackt und mit einer Amerika genommen. Die wichtigste Lektion hat übrigens ihr Martin Semmelröcker eingetrichtert. Der chronisch beschwipste Semmelknödel-Düdel. Auf Deutsch. Opium bringt Opium. Nur eine Frage bleibt uns immer noch offen. Gab es eigentlich irgendwelche Sympathieträger im Container?
Und ich sage, ja, den gab es von Mareike Amado, ihr kleiner, süßer, vierbeiniger Hund. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber er war süß, er war so süß. Doch, ich weiß, wie er hieß Jotem. Und als sein Frauchen Mareike Amado auf einmal im Finale einen Herzkollaps bekam und am Boden gelegen hat, ist er an die Tür und hat gekraut wie noch was und wollte zu seinem Frauchen gehen. So süß. Naja, am Ende war Jenny dann die glückliche Gewinnerin und die Sendung war endlich aus. Für viele Fans. Schreckensmoment für mich. Was hatte Jenny jetzt nochmal davon, dass sie 14 Tage in diesem Haus rumgegammelt hat? Ach ja, ein Pokal. Wow. Naja, mal sehen, ob die Sendung nächstes Jahr fortgesetzt wird. Ich hoffe es ja. Ich hoffe es so sehr. Naja. So Freunde, wir schauen uns jetzt mal Kommentare von verschiedenen Internetnutzern an, die genau zu diesem Thema von Promi Big Brother ihre Meinung hinterlassen haben. Und so hat das Ganze ausgesehen. So, das war Räumlichen schreibt zum Beispiel. Wenn man ein Wort oder einen Satzteil x-mal wiederholt, wird das Ganze dadurch keinesfalls witziger. Die Moderation ist blöde und bleibt blöde. Das ist die Werbung. Ja, fast tausendmal besser, wenn sie ganze Sendungen schon nicht viel taugt. Der absolute Gipfel des ganzen Schwachsinns ist und bleibt aber wohl die Moderation. Gut, dass das Ganze nur 14 Tage dauert. Ich muss auch sagen, die Moderation von sind die Ausmaßzahlen und wie hieß andere hier, Oliver Pocher, ne? Ne? Gibt's nicht viel zu sagen. So, Anton 56 schreibt, was ist an diesen Moderatoren lustig? Dick und doof sind sie beide, aber dick und doof waren wenigstens noch lustig und zu Recht prominent. Apropos prominent, der einzigste Prominente ist gerade ausgezogen, der Rest sind doch nur verkrachte Existenzen und möchte gern Promis. Sat.1 ist eh kaputt, kein Wunder bei solch primitiven Sendungen für Hirnlos. Und da hat er ein bisschen recht, Sat.1 ist vielleicht nicht komplett kaputt, RTL schon, aber naja, man hätte die Sendung vielleicht ein bisschen anders da angehen sollen am Anfang und nicht die Prominenten so ein bisschen, man hat sie ja ein bisschen blöde hingestellt, die Prominenten, als wären sie so ein paar, ich weiß nicht, als wären sie so ein paar Leute, die einfach irgendwo reingequetscht wurden in so einen Container und jetzt da alleine auskommen müssen. Okay, es war auch so, aber naja, man hätte die Prominenten nicht so ganz böse hinstellen dürfen. Ratoldi schreibt, nicht nur Olli und Cindy sind peinlich, sondern die ganze Sendung. Wäre schön mal richtige Promis ins Haus zu bringen. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe mich auch gefragt, ob irgendwie Sat.1 dann ein Auswahlverfahren hatte oder ob die einfach den nächstbeliebigen genommen haben, wo sie kriegen konnten, bei Pamela Anderson. Und David Hasselhoff war das Ganze ja noch cool. Das waren ja richtige Stars, das konnte man ja nicht mal als Promis bezeichnen, das waren ja richtige Stars schon. Da haben sie vielleicht wirklich einen guten Griff gemacht, da haben noch die Quoten ja hochgegangen. Aber bei diesen anderen, da waren zwar ein paar Promis dabei, aber die Hälfte habe ich selbst nicht gekannt. Und ja, hätten sie vielleicht ein bisschen besser aussuchen sollen. Jo, das waren drei von tausenden, zigtausenden Kommentaren von euch im Netz, wo ihr oder andere auch hinterlassen habt. Eure Meinung würde mich interessieren, deswegen schreibt doch mal eure Meinung zu den beiden Moderatoren Cindy und Oliver Pocher und auch zur Sendung in die Kommentare rein. Wir sehen uns dann wieder nächsten Samstag, Punkt 14 Uhr wieder, genau an dieser Stelle hier und dann mit einem neuen Thema. Wenn ihr wollt, schenkt mir ein Abo, gebt mir einen Daumen nach oben und ja, einen Themenvorschlag, wie gesagt, unten in die Kommentare rein. Ich sage ciao, bis Samstag und bleibt mir treu.